So, herzlich willkommen zurück. Musste kurz telefonieren und hab dabei vergessen, auf Stopp zu drücken. Deswegen ist das Spiel, ja, ein paar Tage vorangeschritten. Ich weiß gar nicht, wann wir die vorgestrige Folge beendet hatten. Aber irgendwas ist, ja, fertig gebaut worden. Ach, hier die Bossenhäuser, alles klar. Gut, aber ist ja nicht so wild. Können wir ja alles nebenbei problemlos jetzt laufen lassen. Ist das Ding hier schon fertig? Nee, aber die Mine ist fertig dann. Yes, yes, ja. Dann hauen wir hier auch nochmal 5er rein. An Bevölkerung mangelt es uns ja momentan überhaupt gar nicht. Von daher immer alles rein in die Minen. Hier vorne setzen wir noch ein Häuschen hin. Dann gibt es noch ein Strichlein. Upsala. Fällt mir vor Angst und Schrecken schon der Stift aus der Hand. So, sind wir bei 45. Ja, gut, Nahrung, ne? Da habe ich gar keine Bauchschmerzen mehr. Klamotten und Werkzeuge aktuell auch nicht. Ja, uns geht's gut. Was wir tatsächlich nochmal bauen müssten, wäre eine Kirche. Eine Kirche würde ich sehr gerne hierhin bauen. Oder notfalls hierhin. Was haben wir denn für Kirchen in Auswahl? Im Angebot, in Auswahl. Da ist ein... Ja, genau, das ist die kleine. Die, auf die würde ich mal verzichten wollen. Ich würde dann tatsächlich nochmal so eine handelsübliche Holzkirche bauen. Diese hier wahrscheinlich. Die sich Kapelle nennt und nicht Kirche. Ach, das ist sogar schon eine bessere. Na, sieh mal einer an. Ja, die passt da natürlich nicht mehr hin. Dann setzen wir sie einfach gegenüber vom... Oder? Auch hier würde sie eigentlich auch noch hinpassen. Ja, dann setzen wir sie hier hin. Hin. Einmal rum. Einmal rum. Und einmal vor. So. Ja, na gut, da müssen wir ein paar Steine klöpfeln. Es gab doch irgendwo noch relativ nah ein paar Steine. Wo waren das? Hier hinten beispielsweise. Ach, genau, hier ganz hinten. Da haben wir ja hier unser Steinimperium. Hier. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das Bauvorhaben, beziehungsweise das Abbauvorhaben, aber I don't care. Ich brauche Steine. So, hier kommt alles weg. Alles weg. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Copper. Naja, wirklich ein bisschen. Iron ist, ach nee, almost all. All. Wo ist denn Eisen? Collect Iron Ore hier. So, zack, das machen wir auch alles weg. Alles kommt weg. Jetzt wie im Sommer Schlussverkauf. Alles muss weg, alles muss raus. 6er haben wir aktuell ja übrig, die uns hier ein bisschen was abklöppeln können da hinten. Und dann haben wir hier auch wieder Platz für neue Felder. Kam denn zwischenzeitlich ein Händler, den ich übersehen habe? Ja, kam. Der ist aber tatsächlich auch schon wieder weg. Naja, gut. Wie gesagt, das tut mir leid. Da haben wir einen verpasst. Wir wissen alle nicht, was er dabei hatte. Fährt er hier noch? Oder schippert er hier noch? Nee, er ist schon wieder raus aus dem Gebiet. Egal. Er wird eh nichts dabei gehabt haben, was uns weitergeholfen hätte. Behaupte ich jetzt einfach mal, ne? Ah, so, gut. Also, wir klöppeln hinten erstmal alles ab. In der Zwischenzeit werde ich auch nichts erweitern. Oder vergrößern. Tada. Ja, Flowers läuft. Produktion. Okay, wir haben einfach mal 5500 plus gemacht im letzten Jahr. Dieses Jahr sind wir auch schon bei 3000. Naja, knapp 3500 im Plus. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hier wollte ich da auch mal irgendwas bauen. Ach genau, die Klinik wollte ich verschieben. Die Klinik. Die finden wir wo? Da, ein Krankenhaus. Gut, dann bauen wir die Klinik. Reißen wir die ab und bauen hier gleich ein richtiges Krankenhaus hin. Stein, Copper, Glas mit K und Lumber. Okay, läuft also auch so 1-1. Lumber. Wie viel Lumber haben wir denn? Gut, dann gucken wir mal hier drauf. Lager, Lumber. Lumber, 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 Lager. 227. Was ich gerne jetzt tatsächlich nochmal bauen würde, wollen, könnte, müsste,
in der Reihenfolge. Wäre tatsächlich nochmal ein Holzhacker. Da ich das Gefühl habe, dass wir da als nächstes Probleme bekommen könnten. So, dann setzen wir da nämlich nochmal einen Holzhacker hin, wo wir auch nochmal so zwei Jungs und Mädels reinsetzen. Hier ist eh nochmal so ein bisschen unsere Arbeitsecke. Von daher passt der Lumberman da ganz gut hin. Wie gesagt, Bevölkerung, da habe ich keine Bauchschmerzen. Da werden wir nach und nach uns alles quasi aneignen. So, was holst du denn hier raus? Stein. Silver Salt. Wunderbar. Hier haben wir also Silver. Der holt tatsächlich alles aus der Erde. Also auch Sachen, die es hier in den normalen Minen nicht abzubauen gibt. Das ist natürlich hervorragend. Und dann hoffe ich natürlich darauf, dass wir hier dann produzieren können. Okay, geil. Unser Jamcutter Zwiebeln produziert. Geil. Schön sinnlos. Roast Goose, Dried Fish, Broccoli, Fick und Flur. Tschüss. Okay, er knallt komplett durch die Wassermühle durch. Stochert auch ein bisschen am Strand lang. Fährt direkt durch den nächsten Handelsposten durch. Ah, es ist ein magischer Händler. So, da nimmt er auch noch den Brückenpfeiler auch noch mit. Wunderbar. Und hier haut er einfach sich auch noch über den Fischersteg rüber wahrscheinlich. Flups, ja, einmal durchgefahren. Wunderbar. Wie gesagt, ein Magier unter den Händlern. Aber gut, das sind hier so eine Sachen, so Kleinigkeiten. Da scheißen wir einfach drauf. Um es mal deutlich auszudrücken. So, du machst immer noch Kopperohr, ja? Eieiei. Eisen, 106. Wir sollten vielleicht auch mal wieder auf Eisen gehen. Also ich meine, der produziert hier durchgehend Eisen. Was dem Jungen ja hier auch komplett ausreichen sollte. Und naja, okay, hier unser Holz Wooden Tool Produce Maker. Der, ja, hat sowieso keine Probleme, was die Grundressourcen betrifft. Ach, hervorragend. Alles abgebaut. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Father Thatch. Da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen verbunden. Okay, 311. Diese Glasware wird auch nicht weniger. Ist unfassbar. Der produziert hier ordentlich Perfume. Perfume. Mann, blödes Insekt. So, welche Tiere hast du denn dabei? Goose, ich tippe Goose. Ah, Kirschkerne, geil. Kirschen haben wir noch nicht. Lumber. Zack. Wir machen alles jetzt mit Lumber. Das geht. Das sind 625, richtig? Jawohl. Handeln, tschüss, danke. Weiter geht's. Dann bitte eine weitere Obstgartenplantage. 11 mal 11, zack. Den Weg drumherum geschisselt. Nämlich dort. Und dann bauen wir hier ein paar Kirschbäume an. So, Schweine 13, Schweine 13, 30. Ah, okay, hier geht es nicht so schnell voran, wie ich es gerne hätte. Hier habe ich das Gefühl, dass das bald bergab geht. Dass die friesischen Kühe sich nicht mehr fortpflanzen. Denn die sind schon sehr, sehr lange bei 4 von 15. Gut, die machen nur Milch. Also, wir könnten darauf verzichten. Würde ich jetzt einfach behaupten. Das läuft hier alles. Das geht. Arbeitet hier eigentlich einer auch? Ja. Absolut hervorragend arbeitet er sogar. Brennholz fehlt. Tatsächlich, wir brauchen Brennholz. Naja gut, ne? Dafür bauen wir ja den zweiten Holzhacker. Alles noch kein Problem. Wobei Brennholz tatsächlich jetzt bald ein Problem werden könnte. Kann der eigentlich auch Lumber produzieren? Nee. Ich hätte ehrlich gesagt eine Lumber-Mill bauen sollen, nicht blöd, Mann. Ja,
Der braucht zwei Loks. Okay, der braucht auch zwei Loks. Ja, okay, dann ist egal. Wenn sich nicht, wenn es sich nichts nimmt, nimmt es sich nichts und wir nichten sichts gefichten nichts. Ne? Ne, dann können wir auch den Holzhacker bauen. So, okay, wunderbar. Du hast aber noch nur Zwiebeln gemacht. Was habt ihr aus dem Berg geholt? Gems! Yeehaw! Geil! Ein Gem. Ich bin gespannt. Sonst irgendwas? Copper, Iron, Silver, Stein, Salt, Gem. Also du machst ja aus Gems. Was machst du aus Gems? Jewelry? Nee. Naja, ich lass mich einfach überraschen. Also irgendwo müssten jetzt Gems rumliegen. Stonies. Ganz ehrlich, ich gehe hier auf Kohle. Weil Steine werde ich da oben jetzt so viel abbauen, also hier, dass ich das erstmal nicht aus dem Bergwerk rausholen muss. So. Ja gut, ich denke mal, mit einem Jam wirst du nicht weit kommen. Frage ist auch, wo der ist. Genau. Bricks haben wir noch. 34, nicht mehr so viel. Und Roof Tiles. 50. Ja, Roof Tiles reichen aus. Bricks müssen wir mal produzieren. Nahrung verzichte ich drauf. Okay, dann machen wir hier wieder einen. Und hier bitte wieder einen. Dann produzieren wir mal ein paar Bricks weiter. Dann haben wir den die Produktionsreihe auch wieder angeschmissen. So. Wo ist denn der eine Jam? Liegt der hier noch rum? Das könnten Jams sein. Oder ist es einfach nur Deko? Okay, sie läuft mit Copper rum, wa? Ah, sie hat den Jam. Okay. Wir beobachten sie. Was arbeitest du? Bergarbeiterin. Verfolgen. Bum, brum, brum, brum. Wir laufen mit Venia durch die Stadt. Venia bringt jetzt Sachen. Auf jeden Fall nicht dahin. Kann ich die Kamera nicht drehen? Ja. So. Butz. Sie holt Sachen. Ist doch nicht ihr Ernst gerade. Nee. Genia? Jam? Kein Jam. Okay. Oh, da ist der Jam. Okay. So, sie produziert. Und jetzt bin ich gespannt, was rauskommt. Aus dem einen Jam wird... Ich bleib jetzt auch hier drauf, ja? Also, auch wenn die Folge dann sehr langweilig werden könnte, ich will gucken, was hier gemacht wird. Sterben die Leute wieder? Wie, das war's jetzt? Jetzt geht's einfach wieder. Ist doch nicht ernst. Oder ist hier noch ein Jam entstanden? Gold Ore! Das bringt mir nichts, ne? Silver Gold Ruby. Ne. Oh, da wird weiter geklöppelt. Jetzt ist es ein anderer Typ. Worker. So, was machst du denn jetzt daraus? Also ich tippe, jetzt wird random einer der Edelsteine produziert. Amethyst, Rubin, Emerald, irgendwas. Ganz ehrlich, ich glaube, dann werde ich bis zu 10 Leute in die Random Query reinstecken. Wenn da alles rausgeholt wird. So, jetzt hat er was produziert? Ein Topaze.
den bringt er jetzt irgendwo hin. Okay. Jetzt wird er überfallen auf dem Weg. Und stirbt. Nee, okay, nicht die Krypta, was... Hä? Okay. Topaz hat er immer noch in der Hand. Gut, dann machen wir hier jetzt aus Gold und Kohle und einem Topaz einen Ring. Wow, da muss man echt drauf achten, was für Edelsteine produziert werden. Also ich meine, gut, ne? Es ist sehr übersichtlich. Salt. So. Ach du Scheiße, was der Alter dabei hat. Gold, Coal, Topaz. Daraus wird ein Goldring. Kann ich nicht einfach sagen, mach alles aus Gold? Also Gold plus Kohle plus Edelstein? Also, dass ich nicht jedes Mal einzeln einstellen muss, was für ein Edelstein? Weil das finde ich ein bisschen belastend, um ehrlich zu sein. Okay, also, wie erwartet, macht er random irgendwas an Edelstein und wir müssen dann das Ganze nur noch zu zu Schmuck umarbeiten. Bei sonst. Ach, wir haben zu wenig. Ärgerlich. So. Dann machen wir hier ein bisschen Bisonzucht noch. Gut, 8 Bisons ist okay. Ihr werdet weniger, richtig? Ne, sind noch bei 4. Ach, hier, scheiße, brauchen wir auch noch was. Kirschen. Brauchen wir theoretisch noch einen Bauern. Jetzt haben wir nur noch einen Arbeiter. Also einen Bauarbeiter. Das ist verdammt wenig. Ah, jetzt war auch gerade wieder eine kleine Sterbewelle. Ist aber alles voll besetzt. Ja. Was bauen wir denn eigentlich gerade noch, weil wir 8 Baustellen haben? Ach, okay, die Kirche, da sind schon mal 3. So, ist auch gleich fertig, sehr schön. Genau, den Holzhacker. Und noch irgendeine Dreierbaustelle. Ach, hier, das Krankenhaus, stimmt. Okay, da fehlt es eh noch an Copper. An Copper-Tupft. Aber Copper machen wir ja noch. So, Gold haben wir, Kohle haben wir. Jetzt fehlt nur noch der Topaz. Ich hoffe, dass der Topaz hier auch irgendwo abgelegt wurde jetzt. Also hier wahrscheinlich. Nö. Naja, wird schon auftauchen, der Topaz. Topaze. Wer ist denn? Ach nee, das ist ein normaler Worker. Das ist kein Jewelry Maker. Oder ein Jewelrist. Ist er das? Nee, er ist Sammler. Ach, gib mir den Topaz. Nicht, dass der Typ hier mit dem Topaz die ganze Zeit spazieren geht. Und einfach mal so jedem seinen Topaz zeigt, ne? Kleiner Perversling. Naja, gut, okay. Was ist denn so ein Topaz wert? Also er müsste jetzt ja hier auftauchen in der Liste. Da ist er. Wow. Er ist ein wenig wert. Da ist er, der Topaz. So. Jetzt. Bist du das? Nein. Schade. Wir machen kurz 5-fache Geschwindigkeit. Ich will, dass das jetzt hier fertig gebaut wird. Oder fertig produziert wird. Der Goldring. Da ist er. Putz, 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 putz. Hammer, 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 Hammer. Sieht eher so aus, als wenn sie das Gebäude baut. Hammer, 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 Hammer. Werkeln, werkeln, werkeln. Hammer, 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 Hammer. Das werden wahrscheinlich ein paar Arbeitsschritte mehr werden als sonst. Also allein, um den Topaz herzustellen, das hat ja schon ewig gedauert. So. Bubbel, die Bubbel, die Bubbel. Der wird verdammt teuer sein, der Goldring.
Da werden wir richtig Asche machen mit. So. Eieiei. Wie lange sie hämmert. Jetzt wurde verarbeitet. Okay. Einen. 5 Goldringe. Ja, okay. 5 Goldringe. Nicht nur einen. Gold Ring. 70. Alter Schwede. 350. Das ist geil. Es ist eine verdammt langwierige Arbeit, muss ich sagen. Und es ist auch, naja, ne? Es dauert halt ewig. Weil man hier fast gar keine Gems bekommt. Also hier Gold, Copper und so weiter, das kriegt man ja alles. Aber die Edelsteine, die sind sehr, sehr rar gesät. Was ja auch logisch und sinnvoll ist. Weil, ne, Edelsteine findet man ja nicht. Habe ich das falsch rumgebaut? Na gut, ich glaube, hier gibt es nicht wirklich falsch und richtig rum. Bei Edelsteinen gibt es halt nun mal nicht wie Sand am Meer. Santa Meer. Santa Meer. So, Kapelle steht. Können wir also die Leute auch wieder mit Religion zufriedenstellen. Gesundheit. Ja, ich bräuchte die Apothecary. Würde ich hier hinsetzen. Bei Gelegenheit. Ihr könnt eigentlich auch noch ein Haus hin. Beziehungsweise wir bauen da noch ein Haus hin. Was sind das denn hier eigentlich für Dinger? Country Little House. Okay. Was ist da der Unterschied? Also bis aufs Dach. Weil Dach erkenne ich. Okay, das sind einfach nur zwei. Also ist einfach nur die zweite Version. Und dann hätten wir hier noch welche mit Anbauten, also oben drauf. Stopp. Was bist du? Colorful Little House. Was ist das denn? Da kann ich noch was oben drauf setzen. Das sieht ja strange aus. Ja, hier, komm. Setzen wir mal so ein Ding. Und dann bauen wir so ein anderes Haus hier hinten irgendwo noch hin. Später allerdings. Sehr viel später. So, also, wir haben jetzt noch drei Baustellen. Nämlich einmal hier das Country Little House. Einmal den Holzhacker. Und das Krankenhaus. Diese drei Sachen, wobei das Krankenhaus gleich fertig ist, sind noch in Auftrag. So. Gut, dann werde ich mich erstmal verabschieden von euch für diese Aufnahme. Es sind doch drei geworden, nicht zwei. Ja, wir sind jetzt Mitte Dezember. Müssten die Folgen, oder müsste die Folge jetzt hier auch rausgekommen sein. Wenn ich jetzt kurz rechne, müsste heute der 16. Dezember sein. Also wäre die nächste Folge entweder am 17., also morgen, wenn ich denn alles fertig habe mit meinem neuen Rechner, oder übermorgen, wenn es noch nicht geklappt hat. Ja, das Ergebnis werdet ihr, wir, morgen, beziehungsweise übermorgen sehen. Und ja, ich hoffe, dass das alles klappt. Wenn nicht, muss ich halt, ja, immer mal so ein bisschen hin und her switchen, was die Rechner betrifft. Aber das ist dann nicht euer Problem, sondern mein Problem. Aber ein Problem, was ich gerne habe. So, ich sag tschüss. Wir sehen uns dann, ja, entweder morgen oder übermorgen wieder. Lassen wir uns alle überraschen. Und dann genießt erstmal die Tage. Haut rein. Bis dahin. Ciao. Auf Wiedersehen und tschüss.